In eine wahre Weihnachtswunderwelt verwandelt sich das Max Center in den nächsten Wochen. Und es freut uns ganz besonders, liebe HT1-Zuseherinnen und Zuseher, dass wir heute zu Gast sein dürfen bei dem Center-Manager Egbert Holz. Herr Holz, freut mich, dass wir da sein dürfen. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen neugierig geworden. Auf was dürfen wir uns denn in den nächsten Wochen so freuen bei Ihnen? So wie all die Jahre zuvor haben wir einmal eine tolle Weihnachtsdekoration, denke ich. Aber das ist ja nur der Beigeschmack. Viel wichtiger ist, dass bei uns angenehm einzukaufen ist, dass natürlich Veranstaltungen gibt für Kinder, dass diverse Dinge gibt, die unsere Kunden jetzt ja wieder sich wünschen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man zu uns einfach herkommt, dass man sich wohlfühlt, dass wir eine entspannte Stimmung haben. Und das bietet das Max Center so wie jedes Jahr. Sie haben schon die Veranstaltungen erwähnt. Gibt es da irgendwas Gewisses auch noch, wenn wir sagen, das würde unsere Zuseher besonders interessieren? Ja, ich glaube, Nikolaus und Berchten, das sind an zwei verschiedenen Tagen. Also einmal am Donnerstag, einmal am Freitag. Und das ist was, wo bei dem Nikolaus die Kleinen eher zu uns kommen, bei den Berchten sind es dann schon eher die, die sich einen Spaß machen wollen. Und die sie trauen Berchten, vor allem. Die sie trauen. Also ich gehe mal davon aus, dass an diesen beiden Tagen das wieder ziemlich zugehen wird. Und das Musikalische kommt auch nicht zu kurz zu Weihnachten. Ja, wir haben am 20. Dezember einen Gospelchor zu Gast und die treten zweimal am Nachmittag auf und verbreiten mit Sicherheit so kurz vor dem Heiligen Abend eine hervorragende Weihnachtsstimmung. Ah, es funkelt, es glitzert, es glänzt. Was natürlich keinesfalls in der Adventszeit fehlen darf, im Max Center ist euer Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt im Max Center ist seit unserer Eröffnung schon ein Highlight jeweils im Advent. Und es gibt verschiedenste Stände mit Kunsthandwerk, mit Sachen, wo es auch was zu genießen gibt. Gerade vor Weihnachten ist das eine Bereicherung für unser Haus. Ich habe mich ja im Vorfeld schon ein bisschen umgesehen. Es sind vor allem sehr viele persönliche Dinge dabei. Ist natürlich notwendig, weil die anderen Sachen kriegt man während des Jahres zu kaufen im Max Center. Aber gerade vor Weihnachten muss es ein bisschen persönlich auch sein. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, Herr Holz, aber kommt Ihnen Weihnachten bzw. die Adventszeit nicht auch immer etwas zu stressig vor? An sich ist es so. Die Weihnachtszeit ist natürlich durch den Beruf auch ein bisschen stressiger wie die andere Zeit im Jahr. Aber ich denke mal, wenn man darauf achtet, wenn man weiß, dass man aufpassen muss, dass es nicht ganz so stressig wird, sich hin und wieder mal ein Glas Wein vergönnt, sich ein bisschen zurückzieht. Guter Tipp, ja. Oder einen besonderen Tipp habe ich natürlich hier herinnen. Darf ich Sie einladen auf ein kleines Schmankerl bei uns? Oh! Ein Likör aus Italien, Pistazie. Pistazie? Ich würde sagen, auf schöne Weihnachten. Ja, zum Wohle, Dankeschön. Ich entdecke gerade das Kind wieder in mir. Man muss ja wirklich sagen, das Max Center hat so viel für die Kleinen zu bieten. Ja, neben allen möglichen Weihnachtsgeschenken haben wir an zwei Wochenenden, 2. und 3. Advent, für die Kleinen jeweils Freitag und Samstag ein tolles Programm. Keksel backen mit Weihnachtsbastelstube. Ich glaube, da können die Kinder sich richtig austoben. Ich denke, das Max Center tut damit auch die Eltern ein bisschen entlasten. Das ist definitiv. Und ich werde mich hier noch ein bisschen austoben. Danke, Herrn Holz, kenne ich jetzt das Max Center in- und auswendig. Jetzt haben wir gesagt, haben uns eine kleine Pause verdient. Wir haben es uns hier in der Bücherecke gemütlich gemacht. Und weil es schon so gemütlich ist, jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig auch. Wie schaut es denn beim Herrn Holz so Weihnachten aus? Wie stimmt man sich auf Weihnachten ein und wie schaut dann so der Heilige Abend persönlich aus? Die Einstimmung auf Weihnachten ist natürlich zu großen Teilen hier im Max Center, weil Dezember ist das wichtigste Monat im Jahr für den Handel. Ist aber so, dass ich schon dann am 24. am Vormittag mit unseren Turmbläsern hier im Center langsam realisiere, dass jetzt Weihnachten kommt. Am Heiligen Abend dann, Nachmittag ist daheim, gemütliches Beisammensein und am Abend mit meiner Frau, mit unserem Sohn, mit seiner Freundin, halt der Heilige Abend mit ein bisschen Beisammensitzen, vorher natürlich gut essen. Ja, so wie es, glaube ich, in den meisten Familien ist. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, dass wir zu Gast sein durften und wünschen alles Gute für die bevorstehende Weihnachtszeit. Dankeschön, Herr Holz. Dank. Dankeschön an dieser Stelle und noch eine schöne Woche.